Sie haben ja. doch so ein luftleitendes Handy. Was habe ich? Ja, so ein Handy ohne Kabel. Ein internetfähiges Handy, meinen Sie? Ja, so eins, wo Sie das Weltwissen anzapfen können. Ja, wenn ich hier empfangen habe, schon. Ja, jetzt schauen Sie doch bitte mal danach in dem Weltwissen unter dem Eintrag. Aufnahmegerät gibt anderen Text wieder, als man einspricht. Was? Ja, in Gottes Namen, Aufnahmegerät gibt anderen Text wieder, als man einspricht. Das könnte kompliziert werden. Jetzt schauen Sie doch mal nach, ich mache nochmal einen Probetest. Dann müssen Sie die Geräte halt einfach akklimatisieren, vor in der Probe ist. Mein alter Galizin, gut erhalten, teilweise etwas stockfleckig, hat bessere Tage gesehen. Aber auch bei mir ist es ganz schön. Seine Leidenschaft ist es, mich vorzustellen, Freunden wie Unbekannten. Ich wähle einsame Wege, wenn ich mit ihm ausgehe, aber irgendwann sieht er doch jemanden, hält auf ihn zu und schmettert, das ist der Berühmte, etc., etc. So. Mein alter Galizin, gut erhalten, teilweise etwas stockfleckig, hat bessere Tage gesehen. Aber auch bei mir ist es ganz schön. Seine Leidenschaft ist es, mich vorzustellen, Freunde. Da holen wir doch jemanden aus Zeit. Ja, fix, Halleluja! Das sind diese Störfelder von diesen verdammten Handys. Ja, wahrscheinlich wird es Ihr Handy sein. Ja, freilich. Mein Handy. Mit einem Handy kann man doch kein Aufnahmegerät stellen. Das ist doch kein Flugzeug. Ja, aber mich stört doch das Handy, die klingelt ja auch die ganze Zeit. Weil sie nervös sind. Ja, ich habe mich ja schon gehört. Na, haben Sie jetzt was in Ihrem Handy gefunden zum Thema? Da gibt's keine Infos zu sowas. Das Weltwissen muss also passen. Das heißt, ich muss selber damit klarkommen. Aber eigentlich geht man doch beim Kauf von so tollen Geräten davon aus, dass die immer regelmäßig ihren Zweck erfüllen und nicht nur bei der Probe dienen. Haben Sie schon mal versucht, einen Blick in die Gebrauchsanweisung zu werfen? Ja, Ordnung, ja, das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Moment. Ich wäre so viel überbrochen. Moment. Ja, freilich. Man ist ja da. Sie haben mit dem Kauf eines Fostex-Gerätes eine gute Wahl getroffen, zu der wir Sie beglückwünschen möchten. Ja. Fostex-Produkte sind qualitativ hochwertig. So gehen wir jetzt nicht weiter. Das dient ja nur der Kundenbindung, das Ganze. Ja, schauen Sie doch selber noch. Wir brauchen Fehlersuche. 20. So, jetzt an. Geschwindigkeitsschwankungen. Ja, kann sein. Reinigen Sie die Gummiausdruckrolle. Gummiausdruckrolle wurde doch schon vorher gereinigt. Gut. Versuchen Sie es mit einer neuen Kassette. Haben Sie eine neue Kassette? Ist das eine alte Kassette? Na, die Kassette ist nagelneu. Das Welt ist weg. Schlechter Sound bei der Aufnahme. Ja, kann sein. Reinigen Sie den Aufnahmewiedergabekopf. Haben wir gereinigt mit Spiritus. Wissen Sie schon, was das ist? Beleidigen Sie mich nicht. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Kassettensorte benutzen. Na, selbstverständlich. Schlechter Ausgangspegel oder großes Rauschen. Na, und? Kontrollieren Sie die Eingangsschieberegler und Pegelumschalter 2. Die Aussteuerungsanzeige soll... Alles richtig, alles richtig. Aus, weg damit, das hält uns nicht weiter. Das ist weg.